liefere meine Dahin? Kraft. Ja? Ja, daher Wieso? bewegen. Na, dahin Nein, könnte ich nein, auch. da gehe ich hin. Ich liefere meine drei Fleisch ab, das Obwohl, verwendet rein sich nicht. theoretisch würde ich auch auf die andere Seite kommen. Ich habe den Move 3, den ich da Ja, quasi. aber der hier steht, wird dann nachher jumpen müssen, dass er dann daher kommt und du Ja, fliegst dann das wäre weiter auch weg. Das gegangen, wäre nicht, aber aber von da kommst du dann schlecht raus und du bist beim Leben knapp. Also. ich habe die Movement 8 mit Jump, die ich dafür Ja, aber die verwenden werde. verlierst du. Das wäre ja nicht. Also ich werde rauskommen, egal wo ich stehe. Ja, aber du verlierst deine Karte. Das ist Wirst du wurscht, erst verlieren? Nein, das du ist wirst sowieso erst klar, dass ich die verlieren, Karte wenn ich. verliere. Ja, aber du wirst erst verlieren, wenn das Loot machen so viel Sinn macht, dass du dann wieder Crackling Air spielen kannst, wie du jetzt Was? ausliegen hast. Bitte. Ja, aber das mache ich dann beim Angriff. Ja, aber Nein, du Hartmann, kannst. versteh mich nicht falsch. Ich habe zwei Karten mit Jump. Okay. Aber du hast keine mit Jump über 4, außer eine, die du verlierst. So, die Ja. obere Hälfte von Net Shooter lasse ich verfallen. Wurscht, wir werden es dann schon sehen. Gut. So, mein Zug ist beendet. Dann bewege ich mich daher. Darf ich dich dann wenig weiter rüberstellen, Nein. damit ich mehr Wann? Platz habe? Ich bin nämlich ein dicker Spellweaver. Und ich lege mein Essen auch ab. Plof. Ja, das war mein Zug. Mehr mache ich Das nicht. heißt, warte mal, wie viel hattest Warte, wir du? machen das 17 draus. 17, ja. 10 So, tue ich auf passt. die Strecke Leg's mal. auf die Seite, den braucht er eh ganz sicher. So, jetzt wandert alles Fleisch weiter. So, da. Nächste Runde. So, ich muss jetzt meine Long Rest abschließen. Ich krieg zwei Leben, aber die verliere ich gleich wieder. Ah Und ja, ich darf zwei mir Leben verliere ich aussuchen. auch. Ach, das sehe ich ja jetzt erst, das ist ja urblöd. Das Essen bewegt sich ja erst nachdem wir gezogen sind. War gut, dass du uns geheilt hast. Weil, dann greife ich nicht nächste Runde an, sondern erst übernächste Runde, wenn die So, 17 für da sind. euch komme ich jetzt früh dran. Das ist ja Ja, urdumm. weil wenn du ganz miese angreifst, kann vielleicht irgendjemand anderer einspringen und auch noch angreifen. Im Notfall. Genau. Ich nicht, ich mache eine Long Rest. Dann werde ich auf jeden Fall die hier spielen. Und außerdem spiele ich die. Pass auf, ich mach's vielleicht so, dass ich. Also im schlimmsten Fall, wenn du einen Failure hast, also wenn du nichts triffst, kann ich dann auch noch angreifen, das Ding. Ich setze jetzt meine Eagle-Eye-Goggles ein, also ich werde sicher Ja, und keinen auch Fehler. einen wirklich festen Angriff, auch wenn du mit Einen Waffen nicht festen mehr treffen Angriff kannst. und Eagle-Eye-Goggles, genau. Ja. Also 4 ist das Minimum oder so was in der Art. So, aber links 17 Fleisch. Holy Guru. Du hast gesagt, du kommst jetzt früh dran, gell? Ja, also für meine Verhältnisse sehr früh, für Du eure sollst nicht Verhältnisse sagen, früh. du sollst nicht für deine Verhältnisse sagen, sondern für uns alle. Also du kommst früh dran, aber nicht Für jetzt eure super früh. Verhältnisse früh. Okay. Haben wir letzte Runde eigentlich die Scouts bewegt? Ich glaube, das haben wir dann nicht mehr gemacht. Nein, weil Nee. die sind da. Was sind die Scouts jetzt? Das wissen wir noch nicht. Ah. Die man auch mal mischen muss. Wo die jetzt hingehen, wissen wir noch nicht. Also, warte mal, ich habe jetzt 5 Lebenspunkte. Was glaubt ihr, wie viel von den 25 Fleisch werden wir erfolgreich aufheben? 12. Ich Ich hätte jetzt sage 15 18. gesagt. Ja, bin ich ein Optimist. Ich bin Aber Pessimist. dann hätten wir die Hälfte. Dann müsste eigentlich dann jeder zweimal hier. Das wäre Ja, jetzt schon. wahrscheinlich wird's darauf hinauslaufen. Na, schauen wir mal. Wir haben ja ein ziemliches Glück gehabt auch. So, okay. Vielleicht haben wir wieder Glück. Passt.
Die Scouts werden sich im Uhrzeigersinn bewegen. Und ich komme vor uns allen vor. Jo, dann mach mal. Okay, dann werde ich zuerst mit Eagle Eye Goblins diese Karte mit den 6 Angriffen machen. Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, die zu losten. Ja, auf jeden Fall. So. Dann so. Mache ich das mal. Wow, nicht schlecht. Ah! Glück. Ja, Glück. Immerhin. Also 6 nimmst du auf. Ja, 6 ist nicht schlecht. Ja. Ich glaube, 2 werden verfallen. Und du kannst mischen. Und dich um 2 wegbewegen und 2 Schaden nehmen. Werd ich 2 aufheben. Also ich nehme jetzt. Warte, ich mach schon. Nein, das sind 6 sind das. Ja, 2 bleiben noch liegen. Achso, Entschuldigung. Aber das, wie soll ich das denn machen? Na, dann nimm dir den 6. Dann nimm dir einen anderen. Nimm dir den 6. Okay. Und du bewegst dich noch um 2, gell? Genau. So, ich geh daher. Leute, was haltet ihr davon, dass ich die 2 lassen wir verfallen? Die lassen wir verfallen. Ja, die lassen wir verfallen. Ja. Ja, bewege ich du daher und ich bewege mich hierher. So, warte, der Andi ist fertig, die Scouts sind dran. Dann halt stehen lassen können. Und es ist der Michi. Andi, hast du 2 Schaden genommen? Nein, jetzt nehme ich 2 Schaden. Umpf. Beweg mich. Achso, warte mal. Ja, ich habe 2 Erfahrungen. Oh ja, nein, nein, nein. Oh, ich bewege mich. Healing Swing versus. Achso, für Ranger. Was? Okay. Nein, Healing Swing. Na, pass auf, ich werde. Ich werde. Moment. Komm. Was? Jetzt, dass du dich nur einfach 2 Felder bewegst, oder? Ja. Beweg dich einfach 2 Felder, ja, und ja, sonst ja, nix. Nein. Ich überlege mir trotzdem anzugreifen mit Crushing Grasp, um Naturmagie zu erzeugen. Nicht ja, Fleisch jetzt groß. Achso, und das Fleisch dann fallen zu lassen, du hast recht. Das ja, ist genau. Nicht so blöd. Ja, ich werde die Natur. Eine, also, ich werde dahergehen. Ja. Und werde angreifen. Mach das mal, Zimmerkarte. Du nimmst alles Fleisch auf. Ja. Mal nicht ich die Natur. Ich übrigens die Natur. Der René, der tut schon sabbern. Okay. Ja, das Problem ist, ich mache nächste Runde auch Naturmagie und ich brauche die Magie auch nicht für meinen Angriff. Okay. Ja. Gut, René, du bist dran. Ich habe meinen Zug gemacht. Ihr seid dran. Achso, dann ist noch meine Longrest dran. Mhm. Die Scouts waren auch dran. Ich, euren 2 Schaden. Achso, warte mal, ich krieg. Michi und Schaden, René nehmen ja. jeweils ja. 2 Schaden. Mhm. So, ich habe auch 2 Schaden genommen und heile mich um 2, das bleibt gleich auf 7. Und ich nehme meine Karten zurück und werfe eine ab, die ich mir aus. Juhu, ich bin auf 3. So, die Erdenergie geht auf Wayne. das Fleisch wandert weiter. Und die nächste Runde fängt an. Mal. Ich glaube, ich mache. Würde man bei der Attacke, wenn da ein so ein Erfahrungsding dabei ist, auf das Fleisch die Erfahrung kriegen? Hm? Normalerweise ja, aber du kannst das Fleisch nicht stunnen, verwunden ja, das oder ist ähnliches. Also ich. Naja, nein, wenn da steht Wund und dann eine Erfahrung, dann kriegst nein, du ich das, glaube ich. Push. Na, ich glaube nicht, weil du es nicht schieben kannst. Das scheint es im Szenario links nochmal nach. Also, oder ich schaue es dann auch nochmal nach. Ich muss aber erst meine beiden Karten aussuchen. Ich muss nämlich schauen, wie ich das am dümmsten mache. Mach's bitte nicht am dümmsten, sondern mach's am intelligentesten. Möchte ich an dieser Stelle nur kurz anmerken.
Range Attack. Fuck. A Range Attack ist okay. Nein, nein, das, ich weiß, dass das okay ist, aber. Ah ja, das kann ich. Wenn ich einen Angriff habe, wo ich in der Mitte stehe, das müsste eigentlich wurscht sein, ne? Ah, nein, 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 ich mach das anders. Entschuldige. Ich hab das jetzt nicht verglichen. Ich sag's nochmal nicht. Ich habe einen Angriff, wo ich in der Mitte stehe und ich mache nach vorne und nach hinten Schaden. Das müsste trotzdem gehen auf das Ding, ne? Ja, ja, natürlich. Ja. Die Richtung ist nämlich in einer Richtung angegeben. So, es schaut nach rechts quasi. Ich müsste nach links aber angreifen. Nein, 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 nein. Du kannst das natürlich quasi so drehen, wie du willst. Ah, okay. Also, es ist. Das Wichtige ist nur die Position zu dir und das ist der Graue in der Mitte. Ich nehme an, das ist grau. Wenn er drauf sieht. Ja, genau, ja, ja, genau. Ja. Und sonst könntest du die Karte natürlich so drehen, dass es dann passt. Ja. Also du kannst nach links oben und rechts unten angreifen oder nach rechts oben und links unten oder nach links und nach rechts. Wie du magst. Okay. Okay. So, die Scouts mit 29 im Uhrzeigersinn. 46. So, Andi, wie ist das? Wenn wir beide den gleichen Wert haben, zählt dann die zweite Karte für die Initiative. Ja, das hat der Klaus so gesagt. Ja, passt mal gelesen ganz normal. Okay, es fängt an. Die Scouts. 27. Also nein, 27 stimmt. Nein, der Andi fängt an, Gott sei Dank. Ja, 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 Gott sei Dank. So ist das nämlich geplant. Ich mache zuerst einen Fernkampfangriff auf Teile. Ja? Mhm. 3. So, plus 2. Oh. Warte mal, warum liegt da eigentlich ein plus 2? Wer hat das gemacht? Da hat jemand bei mir abgehoben. Ich habe nämlich letztes Mal einen Fehlgriff gehabt und habe neu gemischt. Warte mal, ich habe drauf geschnalzt. Hoppla, minus 1, aber es ist wurscht. Ich habe okay, mit 3 dann tue ich es zurück und ich mische wieder. Ja. Bitte, so. Ja. Ja, aber jetzt. Wieder mal. So. Okay. Ich finde diese also, Aufteilung von dem Ding nicht gut. Ich mache jetzt quasi einfach 4 Schaden. Mhm. Sind auf 39. Und dann mit Juggernaut ich hin und hau nochmal drauf mit Stärke 2. Warte, nein, das geht nicht. Wieso? Ja, weil du einmal die obere Hälfte nutzen würdest. Du kannst nur um 2 bewegen. Ich bin so blöd. Aber ich bewege mich um 2. Das ist ja. Ja, du hättest die obere Hälfte hier nehmen müssen. Nein. Warte, du machst die obere Hälfte von Juggernaut und dann die untere Hälfte von Spare. Nein, aber dann kann ich mich nicht bewegen. Doch, die obere Hälfte von Juggernaut bewegt sich ja die 2. Ah ja, also du hast ihm jetzt nur 3 Schaden statt 4 gemacht, er hat noch 40 und jetzt machst du einen Angriff 2. Er hat noch 40, okay, bemerkt uns das jetzt, noch. Okay, und jetzt mach ich ihn. Ja, danke. Hihi. Und? Okay. Und jetzt machst du nochmal 3 Schaden, sind 37. 37, genau. Das hast du geschickt gemacht, Andi, guter Plan. Ja, so mache ich das. Und ich krieg nein, so kriegst du keine Erfahrung, ja? Ja, stimmt. Das zeigt eindeutig, dass der Andi es lieber nicht so gemacht hätte, wenn er es vorher gesehen hätte. So, die Scouts bewegen sich im Uhrzeigersinn. Ah ja, scheiße, nicht. So. Andi, du kommst nie wieder raus. Nee, mit Jump schon. Mit Jump schon, ne? So, das okay. Heißt, ich bin dran. Oder indem einfach spät dran ist. Oder mit und die Wurmlings einfach vor ihm dran sind. Ich aktiviere Forceful Storm mit plus 2 Attacke. Mhm. Bist du mit plus 2? 2 Attacke. Bist du mit plus 2? Add plus 2, den unteren Teil von Forceful Storm nimmt er. Ja, warte. To all your media attacks this round. Das darf ich. Leg das hier her. Das ist aktiviert für diese Runde. Ah, ich verstehe jetzt. Ja, ja und dann wenn ich auf Passing Strike. Dann war ich, ja. Gut. Das heißt.
Flash bekomme ich. Ich habe Flash bei mir oben. Ich lasse es gleich und mache 5 draus. Ja, genau. Ja? Und wir ziehen 5 von den 17 ab. Es bleiben 12. Genau. So. Na super. Best 2 Schaden. Ja. Das war auch schön. Ja, René, du wirst das alles aufnehmen müssen, weil ich bin nicht so gut am Anfang. Ich nehme einfach die Eagle Eye Goggles und alles gehört mir. Ich habe einen Grundschaden von 5. Das heißt, ich kann im besten Fall 10 aufnehmen. Warte mal, stopp. Ich lege an, dass du nur einen Grundschaden von 4 nimmst, weil du verlierst ja die Karte. Was? Was hältst du davon, wenn du einfach nur einen normalen Zweierangriff machst stattdessen? Es ist von mir sowieso. Ich meine, ich hole mir die Karten sowieso wieder aus dem Discard-Pile. Irgendwann mal setze ich es ein und jetzt. Ja, schon, aber. Na, kommt drauf an, wie viel. Schau mal, wie viel noch übrig sind, wenn du mit deinem Angriff fertig bist, weil du bist vor mir dran. Nein, aber es wird. Wenn dann nur noch 4 da sind, dann mache ich das wahrscheinlich so. Okay. Also, ich setze meine Wing Juice ein, um zu springen. Dann mache ich ja Bewegung 3. Springe über die. Das schaut cool aus. Ich springe da über dieser coolen Trüberfalle. Jetzt mache ich einen Angriff 3. Und schau, was ich aufnehme. Plus 0, ich nehme 3. Das sind 9, die noch da sind. Ja. Also ich werde schon mit dem oberen Angriff angreifen. Was? Weil ich nehme noch 2 Schaden, so. Und dann kann ich sie weg. Dann, entschuldige, ich setze noch ein meine Stamina Potion, wo ich zwei Discarded Karten in die Hand nehmen darf und nehme mir die beiden Karten wieder. So, jetzt darfst du. Na gut. Dann, naja, dann mache ich den oberen Angriff. Hab insgesamt eine Stärke von 5 wegen meinem, wie nennt sich das, Crackling Air, die noch da ist. Ja. Und dann hupfe weg. Und die Goggles werden nochmal getaggt, gell? Und die Goggles werde ich taggen. Ach so, verdammt. Wie kann ich das einstellen, dass er mehr als. Oben als rechts hast du ein 90 Grad, ganz oben rechts. Ah, 15 Grad hast du. Das solltest du auf 90 stellen. Ja. Ah, verdammt, ja, einmal zu oft drauf gerückt. Okay, danke. Jo. Na dann, mach ich mal. 1. Oh, das ist schlecht. Ah, verdammt. Mischen, soll ich die bitte? Alles? Mischen, bevor du ziehst. Warum soll er mischen? Weil die Minus 2 wieder dabei sein muss. Was? Was? Wieso muss die Minus 2 dabei sein? Die war ganz unten eigentlich, aber ist wurscht. Die war ja ganz unten, hat man. Ja, aber das ist wieder ergebnisorientiert. Eigentlich müsstest du neu mischen, wenn du einzelne Karten siehst. Ist wurscht. So, das heißt, ich habe 3, 5, 6 nehme ich. Ja. Das heißt, ich mache da draus einen 6er, weil die 3 bleiben sowieso übrig und die gehen sowieso den Bach runter. Nehme ich mal an, oder? Ja, die gehen den Bach runter, wir sind alle fertig. Das heißt, wir haben nur 5 verloren. Du nimmst da 2 Erfahrungen, René. Mhm. Eine für den Angriff und eine für den letzten Punkt. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Das heißt, falsche wir haben 20, Taste. 20 so, dann den gebe ich weg. 3, 9, den gebe ich 15, weg. 20 Fleisch. Das kommt daher. Okay. Vielleicht hätte ich den blöden Tracker nicht daher geben sollen. Du kannst jederzeit einen neuen Tracker dir nehmen, du kannst ihn auch geben. Ich weiß, ja. Aber den. Das ist jetzt mein Lieblingstracker, den behalte ich so. Es gibt einen Frieden. Und ja, genau, ich bewege mich 8 Felder. Und zwar daher. Und machst Wind. Und ich mache Windenergie. Du machst Windenergie, das ist nett. Ah, warte mal. Ach so, nein, Blödsinn, das ist doof. Das wäre gescheit gewesen, wenn ich das jetzt gleich gehabt hätte, die Windenergie im nächsten Zug. Aber die habe ich da schon auf den Discard-Pile gestellt für die eine Karte, die ich da habe. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Was? Das ist
das, was ich vorhin erwähnt habe. Aber da müsstest du die Karte erst mit Reviving Aether wieder auf die Hand kriegen. Ja, aber das beide muss ich mit Reviving Aether wieder auf die Hand nehmen. Ich nehme sowieso beide mit Reviving Aether wieder auf die Hand, ja. Also so gesehen. Okay, dann kannst du sie nochmal nutzen. Passt das schon. Okay, das heißt, der René nimmt keinen Schaden. Alle anderen haben nicht bis auf nein, der Michi und ich haben Schaden. Wäre schon schlimm genug. So, ich mache jetzt eine Long Rest wieder. Okay, Zeit genug haben wir ja. Michi? Ja, das geht. Auf welches Feld hast du vor dich zu bewegen jetzt? Naja, kommt drauf an, wo du hier da. Du willst spät dran sein, weil ich werde mich auf die Tür bewegen, wenn dir das recht ist. Ja, das. Ja. Kommt wenn sie dir den Weg verstellen, dann haben wir ein Problem, ja? Ja, dann kommst du nicht immer noch. Naja, ich kann daher, oh, ich kann daher gehen. Ah ja, nein, sie können nicht beide Felder. Ja, so. Eines von beiden ist dann. Eins von beiden wird auf jeden Fall frei sein. Okay. Ja, passt. Ah, wieso kann ich das nicht in die Hand nehmen? Ach, endlich. Ich nehme die anderen Karten hin. Ah, da. Du hast nur noch vier gehabt. Ja, nein, ich wollte. Ne? Am besten ist, wenn du einfach die Vierer-Taste drückst. Die Vierer-Taste? Naja, du hast vier Karten gehabt, wenn du über einen Stapel mit deinem Cursor gehst und die Taste da, also die Zahl der Karten drückst, dann nimmst du diese Kartenanzahl auf die Hand. Aus dem Stapel. Oh. Ja, hat man. Vorher möchte ich nur erwähnen, er hat den ganzen Stapel umgedreht und hat die unterste Karte gesehen. Er hätte es einfach nur wieder zurückdrehen müssen und die oberste Karte abziehen. Ja, nur ich mach's deswegen, weil manchmal passiert's, dass man dann in der Runde noch einen zweiten Angriff macht und dann weiß man, welche Karte ist. Deswegen mache ich es automatisch, wenn einem das passiert, dass man es Gut. In dem Fall hast du recht, hat es keinen Unterschied mehr. Aber es ändert. Okay, ja. Nein, es hat schon einen Unterschied gemacht, weil ich jetzt den minus 2 ja. Was? Das hat die Chance verschlechtert. Das ist ganz kurz. Genau deswegen hat es einen Unterschied gemacht. Ich habe dann eine größere Wahrscheinlichkeit gehabt, eine schlechte Karte zu ziehen. Ja, weil ich gewusst habe, ganz unten ist die miese minus 2er Karte. Du willst ja, dass wir verlieren, Hartmann. Nein, es kann nachher auch noch Sachen geben, dass man zwischendurch Karten spielt. Es ist okay, ich weiß. Wenn man einen zweiten Angriff sowieso macht, entscheidet man das eh schon vorher. Ja, Michael, es gibt auch noch Karten, zum Beispiel Tränke, die man mittendrin spielen kann, bevor man die zweite Karte zieht, um das zu modifizieren, wenn man Information hat. Wir haben sowas jetzt konkret nicht, ja, es gibt so Sachen. Ja. Und deswegen, wenn Information aufgedeckt wird, muss die immer rückgängig gemacht werden. Also. Ist kein großes Thema, glaube ich. Gut, wir haben alle, glaube ich. Dann decke ich die Scouts auf. Die bewegen sich wieder in Uhrzeigersinn. Ja. Okay, du hast recht, weil es gibt Tränke mit plus 1 Schaden, die könntest du dann aktivieren oder halt IGA Goggles oder ich weiß. So, wir drehen unsere Karten um. Ja. 20. Ich komme vor den Scouts dran, oder? Aber ich, ja, aber ich bin. Ja. Ich fange an. Ich nehme die untere Hälfte von Stunshot, um mich um 4 zu bewegen. 1, 2, 3, 4 hierher. Und dann lege ich die obere Hälfte von Potent Potables aus, um meine Heilungen demnächst zu verbessern, weil ich glaube, das könnte man brauchen. Und ich nehme 2 Schaden und das war ganz gut. Dann komme ich dran. Also zuerst einmal haue ich drauf mit. Es gibt Wind, habe ich gehört vorhin. Genau. Ich habe also mit 4 drauf. Und Pierce. Okay, 3. Er hat jetzt nur noch 34. Das ist jetzt circa die Hälfte von dem, was er hatte. So, dann mache ich mit Jump, also mit meinen Wing Boots, mache ich einen Move 4. Muss ich drüber springen über das Totem, gell? Mhm. Ja, du kannst doch über Scouts drüber springen. Ja, 1, 2, 3, 4, stelle ich mich da. Achso, das Totem ist ein Hindernis natürlich, ja. Ja. Du kriegst eine Erfahrung. Ich krieg eine Erfahrung. Also, der Wind ist auf Null, die Erde ist übrigens auf Rolling. Stört sich stark, wenn ich da ein Weilchen im Weg stehe dann. Warte, was sagst du, Michi?
Ich habe vorher gefragt wegen am Flash, wenn man draufklickt, kriegt man da Erfahrung? Weil ich hätte vorher bei Opposing Strike keine Erfahrung bekommen. Wenn du nur für einen Angriff die Erfahrung kriegst, dann ja. Okay, oder? Ich glaube, dass du keine Erfahrung kriegst, wenn du, wenn da steht Poison und daneben die Erfahrung, weil du das nicht vergiften kannst. Oder Pull oder so. René, entschuldige, was war? Stört euch, wenn ich dann hier eine Weile rumstehe, blöd im Weg stehe? Naja. Also Ich mich brauche stört's nicht, halt. weil ich weit weg bin. Okay, ich brauche halt einen Zug länger, was soll's? Naja, Na, aber. warte Will mal. ich daher? Will ich daher? Ich Oder? überlege gerade, ob ich jetzt sogar da. Naja, nein, ich muss ja das, ich muss Achso, ja zuerst ja. das Oder Zeug ich kann abliefern. einfach eine Aber ich Seite überlege gerade, ob ich laufen. sogar da stehen bleibe jetzt in der nächsten Runde. Ich glaube, das werde ich so machen. Oder kannst du mal ins Weiterlaufen? Nur frei, so die Ist ja eigentlich Spielregel hier. vollkommen Warte ganz kurz, du bist Blunzen. ja gar nicht jetzt dran, oder? Ja. Oder? Ja, jetzt mach mal du deinen Zug nicht, weil der René hat jetzt ja seine Long Rest, der plant schon sehr weit Genau. voraus. Nein, du Ja, bist dran, genau. ich Ich war nicht plane zu schon mir, für die die Scouts nächste sind zuerst Runde. dran. Die Scouts Ja, sind dran. das. Ja. Ja, den kann stehen lassen. So. Jetzt ist er nicht. Okay. Verwende rechts Massive Boulder, die untere Karte mit viel Bewegung. Ich weiß, wo du hingehst. Raus auf jeden Fall. Ja. Und mit Crater greife ich das Totem an. Da kriegst du, glaube ich, die Erfahrung nicht, weil du das Push nicht nutzen kannst. Genau, das war auch die Frage. Ich schaue es So. nochmal nach. Plus 1, das heißt hier. Dann weiß ich. War mein Zug. Aber in dem Fall ist es egal, weil ich brauche. Achso, wir haben sogar Naturmagie, gell? Ja. So, der René macht seine Long Rest. Wieso liegen da zwei Karten? Ich habe sie schon hingelegt. Ah, okay. Ja. Ja, ich Mahatma, mache was mal eine Long sagst du? Ich kann Rest, auch immer genau. nachlesen. Hab dadurch zwei Lebenspunkte gekriegt, oder? Ja. Und Deine Glider die Goggles Karten hast habe du ich mir wieder. schon genommen. Ja, deine Goggles hast du auch wieder. Achso, nein, Die die habe ich kannst du noch nicht antappen. genommen. So, ich bin der Letzte, der hier noch gebraten wird. Leute, wir bringen 20 Fleisch hin. Eigentlich müssen nicht mehr alle zum Braten laufen. Könnten dann einige einfach zum Totem laufen und das hauen. Wie Komm mal, viel was brauchen wir passiert, noch? wenn Wie viel man die Fleisch? 20? 8, nachdem wir alle abgeliefert haben. 28 müssen es sein, gell? Partner. Ja, 28 müssen wir abliefern. 20 Wann liefern wir es passiert hin. was? Hartmut, es ist gestanden, irgendwann mal passiert was, oder? Ah ja, Ja, genau, wenn wir 12 stimmt. Fleisch abliefern, glaube ich, oder? Okay. Schauen wir mal nach. Ja, bei 12 Fleisch passiert was, wenn wir 12 Fleisch abgeliefert haben. Das wird vermutlich bald der Fall sein. Ja, wenn der Andi und ich abliefern, haben wir 12 Fleisch abgeliefert. Wobei, wie schon gesagt, bei mir dauert das jetzt. Achso, wir sind schon nichts. Verdammt. Jetzt habe ich mir überlegt, was ich mache und ich weiß schon wieder, das mache Du hast die wenigsten Karten, bei dir soll es auch am ich. schnellsten gehen. Ja, ich werde ein bisschen im Weg weiter. Ich werde weiterhin, glaube ich, im Weg stehen. Im Weg rumstehen, sehr gut. Gut, dann decken wir auf. 62, 54, 41, 7 für den René. Und die Scouts bewegen sich mit 53 wieder in Uhrzeigersinn. Achso, Gut, René. warte mal, das muss ich ja gar nicht machen, weil ich heil ja da sowieso mit der Long Rest. Ah, das werde ich Übrigens, die anders machen. Erdenergie ist weg. Das werde ich anders machen. Hätte ich jetzt, weil du bist dann, das verändert dann, wann du Ist jetzt dran noch bist. Magie? Ah, warte mal, wo ist denn die Es Energie? ist keine Magie da. Keine Magie da, shit. Hartmann, kriege ich jetzt eine Weil Erfahrung ich oder langsamer nicht? sein Nein, soll. warte, ich war noch beim Nachschauen, aber es schaut nicht danach aus.
Die Da wird jetzt Scouts eine sind schon Diskussion klar, gerade, wo ja. die Leute eher sagen, nein, aber es ist keine offizielle Stellungnahme. Gut. Na gut, Andi, du möchtest daher, oder? Nehme ich mal an. Wäre mir lieb. Gut, Aber weil dann ich bin mache ich den schon, Zug etwas ja. anders, als ich ihn eigentlich geplant habe. Eigentlich wollte ich mich heilen, aber die Long Rests heilen mich sowieso und ich muss nachher sowieso gleich noch eine machen. Das heißt, mir ist das eigentlich eh wurscht. Das heißt, ich mache den Move 3 von Fire Orb und stelle mich hierher. Dadurch gebe ich Ja, das 6 ist gut. Flash ab und kann den eher schwachen Angriff hier mit 2 auf das Ding machen. Ich setze die Eagle Eye Goggles ein, weil nächste Runde mache ich sowieso wieder eine Long Rest. Dann habe ich Advantage. Ja? Du wolltest was sagen, Hartmann? Ja, es wäre auch noch die Option gewesen, bevor du dich bewegst, dass du es tut und stattdessen angreifst. Und jetzt noch nichts, noch kein Fleisch aufnimmst. Weiß ich nicht, wie viel Fleisch müssen wir noch aufnehmen, nachdem wir Wie alle viel 20 abgeliefert brauchen wir haben? insgesamt? 8 muss man Ja, noch aufnehmen. mit dem Advantage, sagen wir mal, nehme ich 3 auf. Ist das zu wenig für euch? Mein, vielleicht nehme ich auch Dings, vielleicht nehme ich auch 4 auf. Du bist einer mit so einer der besten Angreifer bei uns. Ich meine, ich glaube, wir wollen vermeiden, dass viele Leute noch einmal den ganzen Weg wieder Ja, ich kann auch zurückgehen die Dinge, müssen. ich kann auch die, wie schon gesagt, ich kann auch das Totem angreifen, du hast nicht ganz Unrecht. Greife ich das Totem an vorher mit dem Angriff 2, ohne Advantage aber dieses Mal. Dann lasse ich den Advantage aber weg, oder? Sollen wir den Advantage mitmachen? Lass ihn weg, dann hebst du dir fürs Fleisch auf. Beziehungsweise für das, was jetzt Oder dann gleich kommt. machst du eine Long Rest gleich? Nachdem mache ich gleich eine Long Dann Rest. Ja, setzt die stimmt, Eagle Eye stimmt. Ich Goggles ein. setze ein, natürlich. Du hast vollkommen recht. Ich setze sie ein, weil ich mache sowieso eine Long Rest. Na gut, dann greifen wir mal an. Ah, nicht alle. Verdammt, ich hasse es. Wie für dich abziehen in der Zukunft? So, mal plus 1. Gut, ich mach 3 Punkte Schaden. Dem Jetzt Ding. sind wir auf 27. Und ich stelle mich daher. Und damit habe ich meine 6 Dinge abgeliefert. Erster. Super. Du hast doch auch Ride Back the Wind oder so ein Blödsinn, Ja, so ein und? Ding. Ich bin einfach ein blöder Angeber. Ich habe Ride with the Wind, das ist quasi mein Cabriolet, mit dem ich quasi angebe. Und Nichts, nichts in dem anderes. Fall Männer aufreiße, weil ich bin, glaube ich, eine Frau. So, ich drehe mich um. Ja. Backup MMI. Vielleicht, ah ja. Das Totem Obstacle, weil das ist grün. Es Also ist. Michi, ich finde nichts Offizielles jetzt. Wir merken uns das vor, ist die Erfahrung, wenn ich das bis nächstes Mal finde, dass du es Hartmann? dass es doch gut. Weißt du? Totem nicht ein Obstacle, weil das ist so schön grün Totem ist ein umrandet. Obstacle. Kann Ja. ich das zerstören? Ich glaube, es geht weg, wenn wir es auf Null runtergebracht haben. Ich habe nämlich Aber eine du kannst es Karte nicht mit einer Karte Destroy. zerstören. Nein, nein. Schade. Ich glaube, damit sind alle Also. 27 weg. Interessanterweise von dem, was hier steht, steht nichts, was das verbieten würde. Aber Mach's. sinnvollerweise kann das nicht gehen, natürlich. Aber wieso soll das nicht Aber das gehen? wäre super, oder? Also ich würde es machen. Ja, Es es wäre steht hier nur, in einem dass wir das Rollenspiel wäre Totem es ein typisches zerstören Bend the sollen. Rules. Und danach steht beim Totem, wie viel Hits es hat. Und dass es von Beschwörungen nicht fokussiert wird. Und das ist es. Mehr steht nicht da. Aber. Es macht sonst keinen Sinn. Also es ist ganz eindeutig, dass wir es normal auf Null gepresst Ja, hätten. es ist, ich bin nur selber, ich habe gerade drüber geredet und habe mir gedacht, Obstacle ist grün umrandet. Ja. Naja, ich mache eine normale Standardattacke aufs Tote mit 2. Der Angriffskarte. Plus 1 und mache 3 Schaden. 24. So.
Okay. Hätte auch der Held sein können, so richtig posen vor unser Spellweaver. Und jetzt sagt er, siehst du, was ist posen? 27 Schaden auf einmal. Ja, stimmt. Das wäre definitiv Overkill. Dann ist er, ne? Gut, ich mache einen Move 3. Ich dampfe daher. Nein, ich dampfe nicht. Und ich schiebe den Tisch um. Welchen von beiden soll ich umschieben? Na, du lieferst dein Fleisch ab. Und liefere mein Fleisch ab. Das sind 6. Und 6 ist 12. Jetzt passiert irgendwas. Ja. René, liest du vor? Ich werde es versuchen. So. Wo kommt das? Bei 1. Übrigens, so. Wenn 10 mal 3 Stücke Fleisch abgeliefert worden sind, also Charakter mal 3, 4 mal 3, 12 Stück Fleisch, dann lesen wir bei 1 vor. Was? Ja, genau. Okay. Drawn by the smell of the meat, you see a group of huge snakes begin to emerge from the forest. Keep them away from the ritual! Endgott yells. Na gut. Das war nicht sehr viel Flavortext. A giant viper spawns on Hex 9 at the end of every round. These spawns are all normal for 2 characters. They are normal every odd round and elite every even round for 3 characters. They are all elite for 4 characters. The giant vipers are enemies to you and the wormling scouts. No sales. Jede Runde. Direkt neben Post, mir. Hurra. Gut, dass du da hingegangen bist, ja. Das freut mich. Warum bist nicht also, du dort hingegangen, Andi? Wahrscheinlich hat der Andi das schon gelesen. Ich hab keine. Bist du wahnsinnig. Das ist das Problem. Und ich muss eine Long Rest machen. Ich bin also tot. Also wir kriegen Elite-Vipern. Ist ja, das widerlich. Das heißt von Beginn an. Okay. Gut, das ist jetzt mal am Ende der Runde, jetzt sind erstmal der Andi und ich noch. Mhm. Aber der Andi hat seinen Zug noch nicht beendet. Genau. Und zwar, ich greife mit 3 an von Leaping irgendwas, das ist eine Handgruppe. Leaping Kief, greife ich mit 3 an. Auf das Fleisch. Auf das Fleisch, genau. Im Endeffekt können ja 2 dort bleiben und 2 die restlichen. Ich nehme 3 Fleisch auf. Mhm. Ich hätte ganz gern meinen Invisibility Cloak jetzt wieder. Ja, das ist jetzt wirklich ein Problem beim René. Hast du die Karte, die du unbedingt brauchst, auf der Hand? Was? Nee. Ja, aber ich habe nur eine Karte auf der Hand. Ich muss jetzt eine Long Rest aber machen. Nein, du kannst die Potion nehmen. Na, stimmt. Ja. Dann kann ich die Potion jetzt noch einsetzen? Nein. In deinem Zug. Steht hier in deinem Zug? During your turn, dann nein. Ja. Na, dann muss ich ja Long Rest machen. Ja. Nein, wieso? Was? Wendest die Potion during your turn. Das heißt, du kannst jederzeit diese Karte spielen. Er war aber schon dran. Ja, aber ich war schon dran. Turn ist, wenn man dran ist. Turn ist was anderes als Round. Ah, okay. Ja, verstehe schon. Turn ist, wenn der Spieler gerade dran ist und Round ist das Ganze. Naja, das darf ich. Und es ist insofern komisch, weil die meisten Tränke kann man jederzeit einsetzen. Gegenstände. Also nur wenn es ausdrücklich draufsteht, Jürgen wird sein, ist es eingeschränkt. Okay. Andi, du bist fertig, ne? Ja. Du hattest noch einen Move 3? Nein, den hast du genutzt. Genau. Dann bin noch ich dran. Ich bewege mich um 4 Felder. Mit der unteren Hälfte in Proximity 9. Nächste Runde eine Longrest machen. Ah, wobei das ist, da muss ich aufpassen, muss ich schon die nächste Runde früh dran bin. Geht das eh? Ja, das geht. Und dann nutze ich die obere Hälfte von Stamina Booster. Weil Michi, du hast eh noch recht viel Gesundheit, gell? Ja, ich hab 8. Ja, weil ich heile mich selber um 6. Ich muss sowieso eine Long Rest machen, die Runde. Ja, und ich habe 3 Leben und kann auf die 9 rauf, das ist super. Also ich heile mich
und all die Zeit im Backofen ist vergessen. Der Marker wandert in einen Zweifel. Marker, der noch nicht drauf liegt. Das war mein Zug. Die Scouts waren schon dran, das passt. Jetzt kommt eine neue Elite weiter. Hurra! Du stehst super da, du blödes Viech. Was haben denn die für einen Angriffswert? 2 und Poison. Was macht Poison? Wenn du angegriffen wirst, kriegst du keinen Schaden mehr. Na super. Ja, vor allem, nein, wenn du Schaden bekommst, bekommst du einen Schaden mehr, weil das könnte ja auch heißen, dass du hier. Der Angriff ist einfach plus 1. Der Angriff. Nein. Der Angriff ist plus 1, nicht Schaden. Okay, gut. Das ist gut, ist wichtig. Ja, die Unterscheidung ist wirklich wichtig. Wichtig, ich sag's gleich, weil ich dann vielleicht nicht dran denke, diese Vipern lassen keine Münzen fallen, wenn sie sterben. Weil sie spawned sind. Also Münzen lassen nur Monster fallen, die von Anfang an auf der Karte sind. Okay, ich glaube, die Runde ist beendet, die nächste Runde ist. Ich mache jetzt eine Long Rest. Ich auch. Ja. Ich habe nur noch eine Karte. Ich hab eh nur 2 Schaden, was kackst dich so an? Hartmann, kannst du mich manchmal heilen? Ja. Weil dann gebe ich meine Heilkarte jetzt weg. Das Problem ist, ich habe auch schon eine Heilkarte verloren. Es ist Windenergie, das wir brauchen kann. Die müsste auf Waning sein, ne? Also meine Heilkarten sind auch schon deutlich weniger geworden. Noch eine und mit der heile ich wirklich viel. Ja. Also geht nicht davon aus, dass ich euch öfter geringe Mengen heile, sondern nur einmal eine höhere Menge. Weil so. Irgendwann geht mir mein Leben dann doch aus. Ich? Ich mache eine Long Rest. Es liegt schon eine dort. Es liegt schon eine dort, Leute. Ich habe die letzte Runde jetzt eine gemacht. Der Wind ist jetzt raining. Wer hat den Wind? Achso, ich habe ihn gemacht. Mit dem 3 Jump, ich weiß. Ja, schon. Genau. Ja. Das ist nämlich eine super, da musst du dich mit dem René oft abstimmen, weil der René braucht diesen Wind. Okay. Wenn du diese Karte spielst, ist das für den René sehr wichtig. Gut. Ich kann Wind auch produzieren, glaube ich, mit einer Karte. Aber die verlierst du, glaube ich. Ich kann auch Wind machen. Langfristig kann man dabei schauen, welche Karte ich mir. Welche. Eine muss ich ja wegschmeißen, ne? Ja. Also, sagen wir es mal so: diese Vipern greifen natürlich auch Scouts an, wenn sie sie fokussieren. Aber es ist ungünstig für uns, wenn die Scouts sterben. Das sei gleich mal verraten. Also wir wollen diese Scouts wirklich beschützen. Sollte sich ausgehen. Warte, muss ich. Warte mal, ich glaube, ich mache sogar eine, fällt mir gerade auf. Ja, ich mache eine. Ich mache eher. Also, darf ich das verraten? Also, ich mache eine. Wenn der Andi dann seine Karten hat, dann deckt's bitte auf alles, ne? Weil ich schaue inzwischen weiter in den Regen. Ich mache einen Long Rest. Oh, ihr macht alle eine Long Rest. Na gut. Ich ziehe für die Viper. Ich ziehe für die Scouts. Die Scouts bewegen sich gegen den Uhrzeigersinn. Nein, die sind vor mir dran! Das ist ein Desaster! Naja, weil sie sich schilden gegen meinen Angriff. Ah,
den extra Food Rank lösen. Okay, René wird angegriffen. Mit Angriff 1. Ich misch das nochmal, ich jetzt einmal. So. Minus 1, du bist vergiftet. Und die Vipa hat jetzt ein Schild. Nein, noch nicht. Warum hat er ein Schild? Weil es auf ihrer Karte draufsteht. Und weil sie vor mir dran ist. Und ich greife sie an jetzt. Ganz oben, okay. Ganz oben am Tisch sind alle Tokens. Da kannst du dein Poison ist in der Mitte. Ja. Gut, ich bewege mich um 4 über die Dornen drüber, nimm 2 Schaden, aber neben dem Tisch, wo ich das Fleisch abbiete. 3, also gibt 3 dazu. So, und dann habe ich einen Fernkampfangriff Toxic Bolt, obere Hälfte, über 3 Felder, da erreiche ich die Super. Die greife ich an, mit Angriffswert 1 de facto, weil sie ein Schild hat. Plus 0, sie nimmt einen Schaden und wird auch vergiftet. Die Super. Und jetzt, warte mal, ich gebe mal den Token. Range 1 heißt ich selber oder das Nachbarfeld. Wobei, wenn da steht Allies, wenn Allies steht, dann kannst du dich nicht selber nehmen. Ne? Aber das steht wohl nicht da. Aber manchmal steht da Allies und dann heißt es, du selber bist also nicht. So, Erdenergie mache ich für den René. Na super, jetzt habe ich extra meinen Zug deppert verändert. Nein, ich hätte es eh nicht anders gemacht. Also. So, die Scouts bewegen sich jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Nach der Longrest, ja. Ja, das ist dein Zug, aber da nimmst du ja die Karten auf die Hand, insofern. Nein, die hast du ja noch nicht. Du musst. Ja, aber in diesem Zug nicht, weil du eine Longrest machst. Im nächsten Zug kannst du es machen. Im nächsten Zug, ja? Ja, das kannst du machen. Ja? Kannst du gleich wieder nehmen. Nur du riskierst halt sehr viel, weil du rennst die ganze Zeit ohne Kartenpolster rum. Wenn du tödlich getroffen wirst, hast du keine Karte, die du abwerfen kannst. Das ist immer das Riskante, wenn man du auf den Reviving Ether zugehst. Ja, du hast recht, das ist schon Vorteil. Ja, das kannst du machen. Du, folgende Sache jetzt für alle bitte. Ist zwar jetzt noch nicht relevant, aber die Scouts bitte jetzt immer so bewegen, wie sie da stehen. Also nicht umpositionieren, weil wenn ein Scout von einer Viper verletzt wird, also eigentlich müssen wir es erst machen, sobald der erste Scout verwundet ist. Also sobald der erste Scout verwundet ist, müssen wir die Scouts so bewegen, dass sich die Position nicht ändert. Also jetzt können wir es noch irgendwie machen. So, und damit waren alle dran. Wind verschwindet und Erde geht auf Raining. Das Deck von den Scouts wird gemischt. Ja, und die nächste Runde ist. Jetzt haben alle wieder zur Karten. Zur allgemeinen Taktik. Du hast jetzt nicht die Bewegungskarten, oder? Wir müssen schauen, wie viel es sich nochmal hin und zurück bewegt. Genau, weil müssen. Die Frage ist nämlich, ob nicht der Brute zurückbleibt und die Schlangen bekämpft und sich kloppen lässt. Ja. Und ja. Ich komme noch nach, kann ihm dann kurz unterstützen und ihr zwei mit wenig Leben könnt da nach. Ja, das ist bei mir ein Problem, weil ich habe keine guten Arten. Oder das Bellviewer bleibt. Das ist eine Frage. Ich meine, ich habe jetzt eh nur wenig Fleisch. Nein, das Bellviewer geht auf jeden Fall, weil der hat noch Ride Like the das Wind stimmt, hat ja. Das Karte noch. Der sollte auf also jeden Fall gehen. Also ich habe jetzt sowieso wenig Fleisch. Ich habe eh nur 3. Ich kann genauso gut hier bleiben und Schlangen kloppen. Ja, aber du hast doch halt.
Also ganz eine Sache übrigens auch gegen die Vipern ist natürlich die Leute gut, die Volatile Bombs haben oder sonstige AOE-Angriffe. Ja, ich habe AOE-Angriffe, ja. Aber ich habe keine High-Damage-Dinger, ich habe halt einfach nur viel herumschlagen quasi. Fünf. Wisst was? Wisst was? Ich gehe, ich stelle mich, ich stelle mich, ich bin eh hinten, ja. Ich habe viele Movement-Karten, die ich Ja, dann du discarden wirst eh auf müsste. jeden Fall dort bleiben müssen. Wir sind Du auf Level bist. 1 oder wo sind Nein, wir? Level 2. Das Szenario-Level ist 2. Dann haben sie 7 Leben. Oh, na, stopp, 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 wir sind doch auf 1. Weil keiner von uns hat Eins. Level 3. Mein Fehler, wir kriegen nur einen Schaden, wenn wir über die Dornen gehen. Ich hab gesagt, dass wir zwei kriegen, aber wir kriegen nur einen. My bad. Nee, drüber gejumpt bis jetzt, oder? Ja, aber ich habe schon ein paar Ja. Mal Schaden kassiert. Ja. Ich habe im letzten Zug zwei Schaden mir genommen, deswegen Warte kriege ich mal, jetzt auch einen einmal bin Schaden. ich drüber gelaufen. Das Ja. heißt, ich habe ein Leben mehr. Ich bin Einmal. dauernd drüber gelaufen.